Der Porsche Carrera Cup auf der Zielgeraden der Saison 2020. Noch zweimal geht es um Punkte und Pokale in Deutschlands schnellstem Markenpokal. Drei Titel sind noch zu vergeben. Welches Team war 2020 das schnellste? Wer wird bester Neueinsteiger? Und wer steht am Ende in der Gesamtwertung ganz oben? Die Antwort jetzt! Diese zwei machen in der Fahrerwertung das Thema unter sich aus. Larry ten Voorde und Dylan Pereira. Letzterer gewann zur Saisonmitte am Red Bull Ring und am Sachsenring 5 der 6 Läufe. Ten Voorde stand aber bisher bei jedem der 9 Saisonläufe auf dem Podium. Das ist natürlich immer eine Leistung, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Jetzt haben wir den Supercup eine gewonnen. Das müssen wir versuchen, natürlich um ein Zweite zu machen. Weil ich glaube, ein Doppel ist schon sehr speziell. Für die Zukunft, glaube ich, bringt es schon was. Also, dass, wenn du einen Titel hast, dann beweist es auch, dass du halt um die Meisterschaft fahren kannst oder respektive das Ding auch gewinnen kannst am Ende. Sie prägen die Saison, gewinnen 8 der 9 absolvierten Rennen, schenken sich nichts. Ten Voorde, die Nummer 25, Pereira mit der 2. Beide pushen sich zu Höchstleistungen. Racing im Millimeterabstand. Zwischen Kontaktsport ist Carrera Cup, das weiß man. Sie stecken aber auch Rückschläge weg, wie Pereira zuletzt auf dem Lausitzring. Ich sag's, war nicht mein Wochenende. Dennoch prägen sie die Wochenenden. Und jetzt kommt es zum Showdown. Ten Voorde 191 Punkte, Pereira 182 Zähler. 9 Punkte Rückstand jetzt. In dem Sinne, wir wollen nur zweimal gewinnen, dann ist das Ding umgedreht. Zeit fürs Finale. Das macht der Sport geil. Oschersleben muss die Entscheidung bringen. Was denkt die Konkurrenz? Wer wird Meister? Zum jetzigen Stand würde ich sagen, Larry. To be honest, I don't know, because Larry is really constant, but Dylan, when he's fast, he's really fast. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass Larry Meister wird, weil er einfach ein bisschen konstanter ist als Dylan. Und das ist in so einer kurzen Meisterschaft sehr, sehr wichtig, da zählt jeder Punkt. Ich würde Dylan vom Herzen wünschen, weil er wirklich sehr viel Arbeit reinsteckt und auch wirklich einen richtig guten Job macht. Das finale Qualifying der Saison. Ein erster Gradmesser und in Oschersleben besonders wichtig. Denn das 3,7 Kilometer kurze Asphaltband in der Magdeburger Börde bietet wenig Überholmöglichkeiten. Es gilt, 2 möglichst perfekte Runden zu absolvieren. Die schnellste ist für Lauf 1 am Samstag relevant. Die zweitschnellste Runde bestimmt die Startaufstellung für Lauf 2 am Sonntag. Ten Voorde gilt als der Bessere auf der schnellen Runde, stand in diesem Jahr bereits 5-mal auf der Pole und setzt die erste Bestzeit. Aber insgesamt ist es nicht sein Qualifying. P3 für das erste Rennen, P2 im zweiten, ausgerechnet zum Finale. Das wird schwer. Pereira zuvor nur 1-mal auf der Pole, an diesem Tag jedoch in Bestform, startet 2-mal vor Ten Voorde. Der Jäger schafft hervorragende Voraussetzungen, um dem Konkurrenten auf den letzten Metern der Saison den Titel noch abzujagen. Ja, dann im zweiten Satz eine richtig, richtig gute Runde erwischt. Ja, leider nicht gereicht für die Pole, aber ganz knapp. Und ja, also Hauptsache war ich jetzt vor Larry. Ich muss sagen, es hat einfach ganz anders angefühlt wie gestern. Und habe aber Schwierigkeiten gehabt mit dem Auto. Und das hat man, glaube ich, auch im dritten Satz gesehen. Oder im zweiten Satz am Ende. Es wird einfach immer schlechter und schwerer zu fahren. Und ja, das war für mich das Maximal. Es ging einfach nicht mehr. Jetzt muss man mal gut schauen, was es genau war. Aber keine Ahnung. Von all dem unbeeindruckt fährt ein anderer ins Rampenlicht. Laurin Heinrich erlebt einen Höhenflug, holt sich die Pole für Rennen 1, 23.000stel vor Pereira, 1,5 Zehntel vor Ten Voorde. Beeindruckend schnell der Nachwuchspilot vom Team T3 HRT. Meine dritte Pole im Carrera Cup Deutschland bin ich mega happy mit, vor allem als Rookie dann ganz vorne zu stehen, das war was mega Aufregendes. Und ich freue mich auch, dass ich mich nochmal gegen Ende der Saison nochmal richtig ins Licht rücken kann. Wie man in Oschersleben am schnellsten unterwegs ist, kann uns der 19-Jährige jetzt mal aus der Fahrerperspektive zeigen. Willkommen bei einer Runde in der Motorsportarena Oschersleben. Wir fahren ja die Stadtzielgerade runter, schalten bis hoch in den 6. Gang, aber nur ganz kurz. 235 km/h circa, dann
anbremsen, die erste Kurve, sehr, sehr schnelle Ecke. Jetzt ist es wichtig, dass man das Auto gedreht bekommt in der langsamsten Kurve, nur ca. 80 km/h. Bisschen übersteuern am Ausgang, aber das gehört dazu. Jetzt hier wieder hart anbremsen, wichtig, dass man kein Rad blockiert innen. Auto gedreht bekommen, jeden Meter am Ausgang nutzen auf dem Curb. Das ist sehr wichtig. Jetzt geht es in die Triple Links, sehr, sehr anspruchsvolle und schnelle Kurve. Da gehen wir im fünften Gang rein, dann runter im vierten, wenn immer, immer langsamer. Dann nochmal kurzes Gas aufziehen. Dann über den Curb anbremsen in der Hotelkurve. Wieder wichtig, dass man das Auto gedreht bekommt mit dem Untersteuern. Jetzt geht es hier in die Weitsprung-Challenge über die Schikane. Wichtig, dass man die Curbs sauber trifft und sich sein Auto nicht kaputt fährt an den Pollards innen. Jetzt die Gegengerade runter, gehen wir nochmal hoch bis in den fünften Gang. Sehr harte Anbremszone in die schnelle Schikane. Wichtig, dass man hier rechts bleibt, um die letzte links gut zu erwischen. Und am Ausgang wieder alles mitnehmen. Dann die vorletzte Kurve nochmal sehr anspruchsvoll, den Curb innen leicht treffen. Und dann gucken, dass man nicht so schnell in die letzte Kurve reinfährt und einen guten Ausgang hat. Bis raus auf den Curb, nicht ins Kies kommen. Und das war eine Runde in Oschersleben mit Lauren Heinrich. Mit Lauren Heinrich auf der Pole geht's also gleich ins vorletzte Saisonrennen. Alle Augen schauen aber diese Herrschaften hier an. Dylan Pereira auf Startplatz 2 und Larry Tenforde leicht versetzt neben ihm auf Rang 3. Wir haben vor dem Rennen übrigens mal die Carrera Cup Fangemeinde auf Instagram befragt, wer denn Meister wird. Hier liegt Larry Tenforde mit 60% der Stimmen knapp vorne. Drehzahl hoch, Start freigegeben und Dylan Pereira erwischt einen absoluten Traumstart. Lauren Heinrich zwar auch sehr gut unterwegs, aber Dylan Pereira auf der günstigeren, weil auf der Innenbahn. Und damit wird er als erster in Turn 1 in die erste Kurve einbiegen. Unmittelbar dahinter Heinrich, der aber sofort zu Beginn des Rennens bereits unter Bedrängnis gerät von Larry Tenforde. Tenforde vorbei auf die zweite Position, während das dahinter ein bisschen knirscht und kracht. Da wird einer rumgedreht, nämlich Alex Fach Junior. Und zwar getroffen von Felix Neuhofer, dem Österreicher. Larry Tenforde jetzt mit den beiden T3 HRT Motorsportautos im Schlepptau auf den Plätzen 3 und 4. Vorneweg Pereira. Kleiner Respektabstand hin zu Larry Tenforde, dem Niederländer und dessen Landsmann Rudi van Buren, der gerät hier in arge Bedrängnis. Vorne links bleibt das Vorderrad stehen. The World Fastest Gamer, der ehemalige Sim-Rennfahrer, rutscht raus übers Kiesbett, hat aber Glück, dass er wieder zurückkommt auf die Fahrbahn. Pereira, großer Vorsprung oder zumindest mal 3-4 Wagenlängen auf Larry Tenforde. Da kommt Heinrich weit nach außen raus, rutscht über die Curves bis ins Gras hinein. Offensichtlich scheint sich da ein kleines Problemchen anzubahnen. Zumindest ist das die Chance für seinen Teamkollegen Leon Köhler linksseits zu gehen. Aber auf der Außenbahn zurück zu Start und Ziel hat er jetzt noch keine rechte Chance. Da muss er jetzt den Windschatten nutzen auf dieser kleinen Passage hier mit Geschwindigkeiten um die 230 km/h. Und da rutscht Lauren Heinrich und es rutscht auch Leon Köhler nach außen, offensichtlich auf einer Flüssigkeitsspur. Es glänzte zumindest vergleichsweise hell genau an dieser Stelle. Und da fliegt er ab im Hintergrund in der totalen geradeweg in Richtung Reifenstapel und Leitplanken, nämlich Lauren Heinrich. Und damit ist der Traum vom ersten Rennsieg im Porsche Carrera Cup Deutschland ausgeträumt. Fassungslosigkeit bei ihm. In der Kameraeinstellung eindeutig zu erkennen, eine Flüssigkeitsspur auf der Fahrbahn, aber auch im Gegenlicht zu sehen? Fragezeichen für den Fahrer. Wie auch immer, das vorzeitige Ende für den Polemann. Eine schlüssige Erklärung? Fragezeichen. Ja, in der Kurve davor lag Kühlwasser. In der, wo ich dann abgeflogen bin, habe ich keine Spur mehr gesehen und ich bin mir sicher, da war auch keine mehr. Deswegen war es für mich ein bisschen fragwürdig, warum ich dann abgeflogen bin. Das müssen wir nochmal genau analysieren. Natürlich schade für die Rookie-Meisterschaft. Ich bin dennoch im Rennen und die Jungs geben Vollgas, dass ich morgen starten kann. Weil ganz genau um das Championat ging es für den 19-Jährigen aus dem Fränkischen, aus der Nähe von Würzburg. Er muss geborgen werden. Das Safety Car, der Taycan Turbo, geht auf die Strecke, um den Habaristen gefahrlos bergen zu können. Und das nochmal die Situation rund um Felix Neuhofer und um Alex Fach. Und das Ganze noch einmal aus der Sicht von Jukka Honkaburi. Vor ihm in Neongelb Felix Neuhofer, davor der rot-weiße Cup-Elfer von Alex Fach. Und dann macht es schlicht und einfach eins. Boom.
Naja, ich wollte innen reinstechen, in der zweiten Kurve gleich am Anfang, und dann ist mir das Heck gekommen und dann hatte ich ihn leicht berührt, dann hat er sich wiederum gedreht und ist dann wieder reingefahren und dann war mein Seitenteil hinten rechts kaputt und stand auch am Reifen an und es hat rausgequalmt und so weiter und dann habe ich das Auto abgestellt. Ich habe einen Stoß von ihm bekommen ins Heck und dann habe ich mich gedreht und er ist mir noch mal vorne reingefahren. Aber es war ein Rennunfall und ja, kann passieren. Ganz eindeutig ein normaler Rennunfall, aber zumindest dramatisch für Laurin Heinrich. Der rutschte nämlich auf der Flüssigkeitsspur aus, die das Auto von Alex Fach dort zog. Zurück in die Spitzengruppe rein, der Zweikampf, er beginnt stärker zu werden zwischen Dylan Pereira und Larry ten Forde in der Schlussphase dieses Rennens. Immer wieder der nachdrückende Niederländer, der ja noch der aktuelle Tabellenführer in der Meisterschaft ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt holt Dylan Pereira um gut 5 Punkte auf. Im Championat kommt also dichter heran an Larry ten Forde. Der faszinierende Sound des Porsche 911 GT3 Cup, 485 PS. Und läuft es für Sie hier, für die Mannschaft von Robert Lukas oder für die Mannschaft von Christoph Huber? Der fordert von Larry ten Forde. So langsam aber sicher geht's in die Schlussphase hinein. Die schwarz-weiß gradierte Flagge ist draußen. Und damit der Laufsieg für Dylan Pereira vor Larry ten Forde. Ja, da ist es hervorragend gelaufen für den Luxemburger. Und Pereira hat es also nach wie vor selbst in der Hand. Und mit einem weiteren Sieg hätten er und sein Team von Forch Racing den Titel sicher. Larry war richtig schnell mit des Rennens, aber dann am Ende war ich, glaube ich, Reifendruck ein bisschen besser und hat ein bisschen besser geschont und konnte dann am Ende wieder rausfahren. Also, und ja, dann am Ende ein Sieg. Alles offen für morgen, würde ich sagen. Heute war das erste Mal das Rennen, das ich angreifen könnte, außer mit keinen neuen Rädern und die Vorderlippe so kaputt. Gut, die Vorderlippe war ich, glaube ich, auch ein bisschen schuld mit dran, aber ich habe eine Lücke gesehen und bin dafür gegangen. Morgen sind die gleichen Räder, also ich freue mich schon auf morgen. Das Auto ist jetzt richtig gut. Ich glaube, wir haben einen richtig guten Schritt gemacht. Pereira zum 8. Mal in dieser Saison auf dem Podium, zweimal weniger als ten Forde, der 2020 immer unter die Top 3 fuhr. Kurze Pause, dann geht's weiter in Oschers Leben. Die dramatische Titelentscheidung im Porsche Carrera Cup 2020. Bis gleich. Zurück in Oschers Leben, wo der letzte Saisonlauf die Entscheidung bringen muss. Dylan Pereira gegen Larry ten Forde. Der Niederländer liegt nur noch mit 4 Punkten vorne. Wer das Finalrennen gewinnt, ist sicher Meister. Spannender könnte der Showdown im Carrera Cup nicht sein. Damit ist alles gesagt. Die Fakten sind aufgezählt. Der Start ist freigegeben. Pereira, der grundsätzlich gut wegkommt, aber an der Stelle kurz quer steht, nämlich als er hochschaltet in den zweiten Gang. Und das gibt Larry ten Forde die Gelegenheit, sich eine ganz besondere Strategie zurechtzulegen. Der kommt nämlich von der Außenbahn, eigentlich unsinnig für die erste Kurve. Aber in der zweiten Kurve kommt dann noch ein Fehlerchen von Pereira hinzu und schon ist der Niederländer vorne, übernimmt die Führung vor dem Luxemburger, unmittelbar dahinter der Deutsche, dann Leon Kühler. Das war wahrscheinlich die meisterschaftsentscheidende Situation schlechthin, rund um ten Forde und rund um Dylan Pereira. Die beiden vorneweg an der Spitze, klar, Leon Köhler sehr dicht hinten dran, Rudi van Buren auf einem exzellenten vierten Rang zum jetzigen Zeitpunkt. Und das, der traumhafte Sound des Porsche 911 GT3 Cup. Millimeter Abstand und die Flaps über diese Carbs hinweg mit der Seitenkamera von Lukas Ertl und dem kurzen Blick zurück zum Start. Achtung, da stand Pereira ganz kurz quer, während Larry ten Forde und Leon Kühler eine sehr ordentliche Beschleunigungsphase hinbekamen. Da taucht Pereira zwar seitlich von ten Forde auf, aber hier rutscht er nach außen und das ist die alles entscheidende Situation. Und damit ist der Niederländer durch, zwar nicht auf und davon, aber mit Vorsprung. Nochmal aus der Sicht der Heckkamera von Pereira. Und da hört man sogar, wie er den Fuß vom Gas nehmen musste, weil er untersteuern bekam, nach außen rutschte. Und somit eben Larry ten Forde die Gelegenheit gab, die Führung zu übernehmen. Aufregung bei der Mannschaft von Huber Racing, während der Teamchef beschwichtigt.
Wohl wissend, das ist ein langes Rennen über eine halbe Stunde, die beiden mit einem großen Vorsprung. Leon Köhler ist nicht mehr in der Lage, die Gangart mitzugehen. Führt vor Van Buren, Heinrich und Hanses diese Truppe da hinten an. Heinrich und Hansen aber in dem innigen Zweikampf verstrickt. Da geht es um die Führung im Rookie-Championat. Wie auch für Diego Bertonelli geht es um diese Nachwuchsmeisterschaft. Der Vizemeister des italienischen Cups fährt allerdings nur um die dritte Position im Rookie-Championat. Setzt sich hier aber herzerfrischend auseinander mit Lukas Ertl. Macht die Situation sehr, sehr schön und ordentlich. Und nochmal dieser akustische Leckerbissen, dieser Traumsound der Porsche 911 GT3 Cup der zweiten Generation bei seinem letzten Rennen im Porsche Carrera Cup in Deutschland. Spitze, Tenfode, kleiner Vorsprung, Pereira auf Rang 2. Bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt, hochgerechnet auf die Meisterschaftstabelle, Champion Tenfode 9 Punkte Vorsprung. Da gibt es auch noch ganz muntere Kämpfe und auch so ein bisschen einen Generationenkonflikt. Die 33, Stefan Rehkopf, ist der dienstälteste im Feld, 57 Lebensjahre. Und der mit der Onboard-Kamera, Bastian Buß aus Dänemark, ein 17-jähriger Bub in seinem ersten Rennen im Carrera Cup in Deutschland, fährt für Light Racing, kommt eigentlich aus der GT4-Europameisterschaft, liegt im Augenblick dort mit seinem Teamchef Jan Kasperlik auch in Führung, hat die Chance, Europameister zu werden. Und Pereira, hier mit Problemen, rutscht nochmal nach außen. Und jetzt wird der Abstand auf Tenfode natürlich nochmal deutlich größer. Na, der Bastian Buß, der gibt aber da nicht auf gegen Stefan Rehkopf. Und der seinerseits läuft so ein bisschen in so einen Pereira-Fehler rein, rutscht da nach außen raus. Und dann ist der junge Mann aus Dänemark in seinem Premierenrennen im Carrera Cup auf und davon. Felix Neuhofer, auch der muss zaubern, das Auto hebelt aus auf den Curbs, stellt sich ein bisschen quer, er kann nicht schnell und heftig genug gegenlenken, versinkt im Kiesbett und wird wahrscheinlich auf der Bodenplatte aufliegen. Genau so ist es. Ja, da helfen auch die Gasstöße nichts mehr, da kommt er nicht mehr raus. Das Safety Car muss auf die Strecke, der Taycan Turbo sammelt das Feld wieder ein und das wird natürlich zur neuen Chance jetzt für Pereira. Jetzt kann der natürlich wieder dicht aufschließen in dieser Restartphase. Reifen aufwärmen, Tenfode verantwortlich für die Geschwindigkeit, die beiden dicht beieinander. Und dann hämmert sogar zwischen den beiden. Sicherlich aber unbeabsichtigt beim Reifen aufwärmen, also überhaupt kein großes Ding. Aber Huber kann die ganze Sache nicht mehr mit ansehen. Christoph Huber, der Teamchef von Lach Tenfode. Dann wird der Start wieder freigegeben. Mit Tenfode hat das gut gemacht. 2-3 Wagenlängen der Vorsprung. Dann Pereira. Dann ist es Leon Köhler und dann kommt es zum direkten Showdown im Rookie-Championat, nämlich zwischen Julian Hanses und Lauren Heinrich. Hanses noch vorne, das ist Heinrich. Hanses vorne bedeutet Titel für ihn, umgekehrte Reihenfolge Titel für Heinrich. Um es vorwegzunehmen, es bleibt so, Heinrich vorne, er sichert sich damit ex aequo, aber mit 6-2 Laufsiegen, den Titel bei den Rookies, bei den Jüngsten im Cup. Ich bin sehr zufrieden soweit. Das Team hat einen mega Job gemacht. Ich konnte mich extrem weiterentwickeln vom ersten Rennen bis jetzt und darum geht's. Solle der Bessere gewinnen, sage ich immer. Und in dem Rennen war er der Bessere und hat auch einen guten Job gemacht. In die erste Kurve rein hat Julian sehr, sehr spät gebremst, das habe ich gesehen. Deswegen habe ich da ein bisschen rausgenommen am Kurveneingang, habe mich dann auf den Ausgang konzentriert und konnte mich dann schon in der Kurvenmitte daneben setzen und dann wusste ich schon, dass sich das ausgeht. Tja, so ging es sich dann aus. Eben zugunsten von Lauren Heinrich und zugunsten des Rookie-Titels. Dahinter tobt noch ein bisschen das pralle Leben, hinter Julian Hanses wohlgemerkt, rund um Lukas Ertl und um Kai van Berlo und die beiden Fachautos, nämlich mit Diego Bertonelli und mit Joey Mawson, dem Australier. Schön zusammengewachsene Gruppe, die da fightet. Und da hechtet erstmal Mawson an seinem eigenen Teamkollegen vorbei und dann anschließend trifft er Kai van Berlo und dreht ihn raus. Aber die Analyse nochmal aus der Totalen zeigt eindeutig, das war keine Absicht. Weiter nach innen konnte er gar nicht mehr, der war schon längst auf der Grasnarbe unterwegs. Also ganz normaler Rennunfall, kein dickes Ding. Da machen weder Sportkommissare noch Rennleitung irgendetwas draus. Was machen die Herrschaften an der Spitze denn aus dieser Sache hier? Entweder die Mannschaft von Förch Racing im Augenblick mit Dylan Pereira auf Rang 2 oder die von Christoph Huber mit Larry Tenfode in Führung. Wer macht das Ding? Es geht aus zugunsten von Larry Tenfode, der 25. Der über den Strich fährt in Oschersleben mit 4-5 Wagenlängen Vorsprung auf Dylan Pereira und auf Leon Köhler auf der dritten Position. Und damit ist er Meister. Nicht nur Larry Tenfode, sondern eben auch Christoph Huber, sein Teamchef. Kleiner Mann, ganz groß, oben auf dem Dach.
und für seinen Teamchef. Für Christoph Huber ist es im fünften Anlauf der erste Cup-Meistertitel in der Gesamtwertung. Fühlt sich mega an. Ich war natürlich extrem angespannt und nervös während dem Rennen. Ich bin auch rausgegangen und habe mir es nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich habe es aber jetzt noch nicht ganz realisiert. Dylan Pereira muss sich mit dem undankbaren zweiten Platz begnügen, während bei Ten Forde und seiner Mannschaft Champagnerlaune angesagt ist. Mit wenig Worte zu beschreiben. Ich musste gewinnen und ich habe es gemacht. Keine Ausrede, alles gegeben. Ich glaube, der Start war sehr gut und der Überhol war eines meiner besten und wichtigen von meiner ganzen Karriere. Und es war einfach geil und auch nochmal riesig Lob zu Dylan. Ich glaube, Larry und ich unterscheiden uns nicht so viel. Ich glaube, wir fahren da so Perfektion. Es geht fast nichts. Es geht vielleicht ein Zehntel im Rennen mehr, aber mehr geht auch nicht. Und in dem Sinn, alles, was nicht gerade passt, auf, sei es vom Setup, sei es vom Luftdruck, sei es schon vom mentalischen Bereich her, das zählt am Ende. Und das hat Larry im Supercup und im Carrera-Cup, glaube ich, mal besser gemacht. In Ten Fordes viertem Jahr im Carrera-Cup Deutschland ist nach dem Titel im internationalen Porsche Mobil 1 Supercup Anfang September ein weiterer Pokal zu seiner Trophäensammlung hinzugekommen. Herzlichen Glückwunsch! Die Entscheidungen in den weiteren Klassen. Laurin Heinrich sichert sich in seiner ersten Carrera-Cup-Saison den Gesamtsieg in der Rookie-Meisterschaft. Über den ersten Platz in der Teamwertung freut sich Förch Racing. Carlos Rivas stand bereits vor dem Finale als Gewinner in der Pro-Am-Wertung, also bei den Amateurfahrern, fest. Das war er, der Carrera-Cup 2020. Bis nächstes Jahr.